So, da sind wir wieder. Und ich notiere mal ganz kurz die Stats von dem Dieb. Also er ist Level 3. 71 Hitpoints und Stats sind 12, 20, 12, 9. Und auf der anderen Seite 36, 2, 2, 36. So, jetzt laden wir mal kurz einen anderen Speicherstand. Nehmen wir mal... Na, die sind alle ganz schön weit auseinander. Nehmen wir den da. Das ist wahrscheinlich noch Level 2. Das bringt den gar nichts, das zu vergleichen. Ja, Level 2. 12, 20, 12. Hat sich nichts verändert. 9 auch. Und das ist bei unserem anderen Speicherstand 5 jeweils mehr, weil er den Skill gelernt hat. Aber ja, wie es den Anschein hat, außer die Lebenspunkte sind betroffen, verliert man durch den Tod nichts. Das heißt, wir müssen jetzt einfach gucken, ob er beim nächsten Level Up 4 Lebenspunkte dazu bekommt oder nicht. Wenn er sie dazu bekommt, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann haben wir permanente Lebenspunkte verloren. Aber jetzt laden wir erstmal wieder 7 und machen da weiter. Und ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, dass ich doch meine Magier in der hinteren Reihe mit Speeren ausrüsten könnte. Das probiere ich gleich mal. Jo, klappt, super. Dann hätte ich mal doch noch einen zweiten Speer mitnehmen sollen. So können sie jetzt einen Zauber vorbereiten. Wenn sie irgendwann keinen Mana mehr haben, können sie immer noch pieksen. Auch wenn ich nicht wissen will, wie schlecht sie damit treffen. 10 Attack Power, aber nur ein Zielsicherheit. Naja, besser als nichts. So. Der war für die Tür. Und wir sollten immer schön Zauber vorbereitet haben. Wie wir gesehen haben, es kann ganz schnell gehen, dass mal einer stirbt. Ha, da lauert einer. Genau du, lauerndes Ding. Aber ja, es sind definitiv Pilze. Na, du lauernder Pilz. Toter Pilz. Yummy, yummy, leckerer Pilz. Also, können wir nicht wirklich beurteilen, ob es lecker ist, aber es ist wenigstens was zu essen. Und wir wollten eigentlich alle Fackeln mitnehmen. Habe ich ganz vergessen. Waren hier nicht noch welche? Nee, wurde vom Teleporter beleuchtet. Na gut. Aber ich habe echt den Verdacht, dass es in unteren Geschossen irgendwann keine Fackeln mehr gibt. Wir dann entweder im Dunkeln laufen müssen oder irgendeinen Zauber bekommen, um Licht zu machen. Was ja eigentlich recht naheliegend wäre, so ein Feuerzauber. Oh, ein Essenspaket mit. Was für Essen war es diesmal? Irgendein Wurzelbrot. Das klingt doch wesentlich appetitlicher. Hier ist sonst nichts. Gut. Und ich höre wieder Legionäre. Zauber verbreiten. Da war keine Fackel drin. Hat jetzt aber auch nicht wirklich was verändert. Aber wir können uns ja gleich mal in Ruhe umgucken, wenn der hier tot ist. Oh, komm her. Zack, zack. Pieks. Hey, 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 der Magier hat mit dem Speer einen Gegner umgebracht. Also so schlecht können die gar nicht damit sein. Nix. Aber ja, ihre Zauber werden wesentlich effektiver sein. Wusch. So, ich habe jetzt da die Fackel reingesteckt, um zu gucken, ob irgendwo was aufgegangen ist. Hier habe ich nichts gesehen, was aufgegangen ist, aber vielleicht im hinteren Bereich. Und wenn nicht, sacken wir die gleich wieder ein. Oh, das ist ja recht weitläufig hier. Also weitläufig für einen Dungeon jedenfalls. Und die Biester scheinen das Gift... Oh, wo kommst du denn her? Ist der gerade aus der Wand rausgelaufen? Sah ein bisschen so aus, ne?
Schön, schön, das gucken wir uns doch gleich mal an. Dann haben wir unsere erste unsichtbare Mauer gesehen. Also Illusionswand. Unsichtbare Mauer ist irgendwie komisch, aber ja. Das werde ich wahrscheinlich immer sagen, weil ich mir das irgendwann mal angewöhnt habe. So, Pilz Nummer 2. Du müsstest eigentlich schon Schaden von uns bekommen haben. Genau. Essen kommt mit. Nanu, hat nur einer von euch was zu essen dagelassen? Oh, ist ja fies. Na gut. Also, da können wir nicht durch, da können wir nicht durch, da können wir nicht durch. Ist der runtergesprungen? Oder die Pilze teilen sich. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst und der ist hier reingehuscht, als wir gerade mal hingeguckt haben, aber... Nö, hier ist definitiv massiv. Na gut, wir sollten schlafen. Fackel aus. Und schauen mal, ob wir überhaupt unterbrochen werden können. Oh, wieder ein Traum. Bist du immer noch da? Ich kenne einen Weg nach draußen, aber ich kann es nicht alleine dorthin schaffen. Wir müssen zusammenarbeiten. Steige ab in Richtung des Grundes des Gebirges. Wir können uns dort treffen. Also keine wirklich neue Information. Oh, ich bin die ganze Zeit noch am Ratzen. Und er hat keine volle Mana. Aber das braucht er noch auch nicht. Er ist nur der Erdmagier. Und Erdmagier schien nicht so die beste Wahl gewesen zu sein. Bisher jedenfalls. Vielleicht hätten wir beiden Feuer geben sollen und dann jeweils einen anderen Skill. Also meinetwegen, er ist Feuer und Eis und er ist Feuer und Luft. Zum Beispiel. So, Fackel kommt mit, Schlüssel kommt auch mit. Schalter wird einfach mal gedrückt. Auch wenn wir nicht wissen, was er macht. Und noch ein Kraut. So, den Schalter markiere ich trotzdem mal ganz kurz. Nur für den Fall. Schalter. Und wir gucken mal. Da ist wieder so ein böser Zauberer, genau. Na komm, schön hier um die Ecke und frisst einen Feuerball. Aushalten tun die... echt nicht viel, aber austeilen können wir. Ja, und unser Dieb kriegt richtig häufig einen auf den Deckel. Dabei hat er 8 Schutz und 25 Ausweichen. 71 Lebenspunkte, er hat 88 und die haben 63. Und er hat 61? Warum ist da ein Unterschied? Warum ist da ein Unterschied? Die haben keine großartig unterschiedlichen Skills, also nur halt die Magie-Skills, aber die machen ja keine Lebenspunkte. Vitality 12. Vitality 12. Das sollten wir definitiv im Auge behalten. Also Klickner hat 63 und Chickner hat 61. Schreibe ich mir auch mal kurz auf. 63, 61, so. Und schlafen wir noch eine Runde. Aber wir sollten nicht unbedingt so schlafen, dass wir direkt einen Blick auf den Gang haben, sondern so, dass wir nicht... dass wir wenigstens hier noch im Kreis laufen können, falls ein Gegner vor uns steht. Und wir nicht eingekesselt sind. So, schlafen. Und können wir jetzt bitte den Dungeon weiter erforschen, ohne so eine kleinen, fiesen, was auch immer das sind? Die sehen ein bisschen pilzartig aus, aber ich will sie nicht Pilzgegner nennen. Das sind ja für mich diese anderen Dinger. Ich
Kühe wieder Legionäre. Die Fackel kommt mit. Oh, sein Inventar ist voll. Das ging aber schnell. So. Geht nur hier lang. Nomadenstiefel. Das klingt doch wie für unseren Gorn gemacht eigentlich. Er kann jetzt noch was essen. Aber er hat ja schon seine Hausschuhe. Was machen denn die Nomadenstiefel? Die machen Schutz plus 2, Schutz vor Kälte plus 5. Und sonst nicht wirklich viel. Und die Lederschuhe sind eigentlich besser, was Schutz angeht. Und er braucht jeden Schutzpunkt, den er kriegen kann. Also. Ja, kriegt er in der Magier die komischen Schuhe. So. Licht ist schon wieder aus. Ja, definitiv werden wir ein Fackelproblem haben irgendwann. Und noch ein Kraut. Das wollen wir auch schön mitnehmen. So, was auch immer der Schlüssel da bewirken soll. Wahrscheinlich geht eine Wand auf. Jo. Ich frage mich, wo die Legionäre bleiben. Ich habe die jetzt schon 2-3 Mal gehört. Aber sehen tun wir sie nie. Oh, und warum ist die Wand da nicht eingezeichnet? Da gehen wir doch mal ganz fix zurück. Weil wir wissen ja immer noch nicht, wie die Illusionswände eingezeichnet werden auf der Karte. Und hier haben wir auch was vergessen. Schön, schön. Noch einen schweren Helm, den wir nicht tragen können. Plus 6. Plus 8. Hey, wo kommst du denn her? Ja, wir haben ein Secret gefunden. Auch wenn es nicht wirklich sehr schwer zu finden war. Ja, lauf in die Giftwolke rein, ist okay. Und da ist unser erster Schädel, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr schön. Den krieg gleich Korn. So, wo steht das? Angriffskraft 21. Angriffskraft 18. Sehr, sehr schön. Wir kriegen echt 3 mehr Angriffskraft, das schon eine ganze Menge ausmacht. Pro Schädel, das ist halt seine Rassenfertigkeit, die wir ihm gegeben haben. So, können wir hier noch ein bisschen aussortieren. Er ist ein bisschen klamm, was Essen angeht. Das Schild, ich kann das Schild weg. Das Schild sollten wir eigentlich auch ihm geben. Und den Kompass erst rausholen, wenn wir ihn noch wirklich brauchen. Also wir merken, dass wir irgendwie gedreht werden. So, den Helm geben wir auch nochmal ihm. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, sobald wir irgendwas finden, alles ihm hier in die Hand zu drücken. Das ist dann doch recht schnell voll. So, die Keule lassen wir einfach mal hier liegen. Wenn es wirklich einen Händler geben sollte, dann werde ich eh alle... Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist schon ein Berg und kein aktiver Vulkan, oder? Das kam unerwartet. Aber diese Zahnräder in unserem Traum lassen mich irgendwie darauf schließen, dass wir in einer mechanischen Konstruktion sind und in keinem Gebirge. Was ja auch ganz interessant wäre. Also so eine Art Cube, falls ihr den Film kennt. Was haben wir hier? Oh, eine Schleuder. Das ist doch schon eher eine Magierwaffe. Das weg. Speer. So. Wo sind unsere Steine? Da sind die Steine. Müssen wir die jetzt in die Schleuder packen? Oder in die Hand? Oder... Keine Munition. Braucht man wohl echt beide Hände für. Aber ich will zaubern können, das ist doch doof. Ja, so klappt das, aber so können wir nicht zaubern. Total sinnlos. Ja, okay, er kann es ja mal im Inventar behalten, falls wir absolut keinen Mana haben. Aber da fand ich den Speer doch irgendwie schon toller. Hier haben wir jetzt auch alles erforscht.
Gut, gut. Dann müssen wir zurück nach da hinten. Und wir hören wie Legionäre. Und das sind viele Schritte auf einmal. Ich habe den Verdacht, jetzt kommt ein Dreier- oder Vierer-Trupp auf einmal. Da können wir gleich mal gucken, ob unsere Feuersbrunst Flächenschaden macht oder nur an einem Schaden. So vom Namen her und von dem Spell-Effekt sieht es schon aus wie ein Flächenschaden. Eine geschlossene Tür mit einem Schalter davor. Gucken wir erstmal auf die andere Seite. Einfach nur ein Schalter. Hm. Oh, eine Abkürzung. Das ist doch mal praktisch. Das heißt, wir haben jetzt nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich da lang auf die Platte treten, um die Tür aufzumachen. Aber erstmal abspeichern. LP 008. Bis gleich.